Tournee. Gestern waren wir in Caracas. Nee, in Hannover. Ja, bin ich durcheinander gekommen. Morgen geht's nach Sao Paulo und dann direkt nach Leipzig. Wir sind gut drauf. Ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß heute. Ein Konzert. Im Idealfall ergibt sich eine Kombination aus euch, aus uns, was das Ganze letztendlich zu etwas macht, von dem wir jetzt noch keine Ahnung haben. Und darüber haben wir einen Song geschrieben. Endlich kombinieren heißt er. Verstehen. Ich sehe ja auch quasi das Publikum aus derselben Perspektive. Manchmal wirklich, wenn ich vorher nicht da bin, dann wird mir so pro forma das Mikrofon eingestellt. Und sie denken, ja, da ungefähr, dann ist das echt manchmal hier. Ne? Also ich werde auch wahrgenommen von den Leuten. Naja, gut, ist egal. Den nächsten Song, also den hättet ihr auch gerade kennen können, wenn ihr denn das Album kennt, aber den nächsten Song, den könnt ihr vielleicht noch ein bisschen besser kennen, denn das war unsere erste Single, nachdem wir vorab einen Song veröffentlicht haben, war das der Song, den wir dann auch zum Radio geschickt haben, mit großen, hoffnungsvollen, nassgeweinten Augen. Und der Song ist einer, ich kann euch wirklich sagen, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr hier in München wohnt.
Es gibt Leute, die dürfen nicht da wohnen, wo sie wohnen möchten, und ich wohne in Berlin. Und es gibt viele Songs über Berlin, die in einer Hymne enden, das ist keiner von denen, aber es ist ein Song über Berlin. Eigenes Berlin. Unterteilen Sie in zwei Abschnitte, Abschnitt A und Abschnitt B.
Abschnitt A sind die Lieder, Abschnitt B sind die Ansagen. Wir befinden sich gerade in Abschnitt B. Wir haben, ein weiteres Problem ist auch, man nicht weiß, wohin mit den Händen. Ne? Dass man sich immer so krampfhaft an diesem Ding hier festhält. Wir haben schon mal überlegt, ob ich nicht irgendwas groß in die Hand nehmen soll. Eine Diddle-Maus. Großes irgendein Instrument, was keine Rolle spielt bei uns. Vielleicht ein Tenorsaxophon. Also wir haben heute die Idee, ein Darmfahrer zum Beispiel. Ein Darmfahrer, als wenn ich so eben vorbeigeschoben komme. Dann begegnet Klaas beim Spaziergang. Ja. Sing doch mal was. Ja. Und ich habe einen Darm. Warum eigentlich einen Darmfahrer? Ja, weiß ich nicht. Also du brauchst, das wäre am natürlichsten. Problem wäre, wenn du eine Klingel. Eine Klingel. Genau. Also irgendwas, womit ich arrhythmisch sein kann, darf nicht sein. Okay. Gut. Das sind Bierdeckel in den Speichen. Na, ist egal. Man möchte immer man selber sein, man scheitert immer wieder. Man weiß es im Prinzip, dass es dann meistens am besten geht und trotzdem steht man oftmals im Leben wieder da und denkt sich, wäre ich nun mal, hätte ich nun mal nicht und warum eigentlich das ganze Theater? Und darüber haben wir auch einen Song geschrieben und der heißt heute Du. Zwei Liedern aus. Das hätte ich nie gedacht. Da ging am Anfang, als wir das erste Konzert gespielt haben, das komplette Konzert über. Ich wusste überhaupt nicht, was überhaupt passiert ist danach. Ganz schlimm. Aber in Hannover war meine Mutter da, die hat es mir dann erzählt. Thank you.
Was, wenn das jetzt gerade der letzte Tag war? Und wenn du mir sagst, es tut uns leid, wir können nichts tun. Was, wenn das jetzt gerade dein Herz war? Das aufgibt und heißt es ab jetzt, ich bin allein und stehe für mich. Singen werden, noch so die lustige Variante, die gibt es natürlich auch ein bisschen obsessiver, dass es eine Freundschaft gibt, die aber nur von einer Person betrieben wird. Ein gefühlter Dialog, der letztendlich ein Monolog ist. Und das kann egal sein, wenn man sie mitkriegt, es kann auch unangenehm werden, wenn da jemand dem anderen auf die Pelle rückt. Nämlich denkt, Digga, wir kennen uns doch. Gibt es ganz oft. Wie sehr wir leuchten. Thank you.
willst du nicht reden? Welche Farbe hat dein Frosch im Hals? Draußen heult der Regen, das Schweigen füllt den Raum. Ich suche deine Augen, doch dein Blick weicht meinem aus. Du beißt dir auf die Lippen, es fällt dir gar nicht auf. Auf der Stimme, ganz langsam packst du auf. Was soll ich davon halten? Ich weiß es nicht genau. Es waren große Stücke, jetzt bleibt nur Schütteln stehen. Blut auf deinen Lippen, es fällt dir gar nicht auf. Deine Hände zittern, deine Schultern auf. Der Körper ist am Beben, löst sich da. Verpackt in tausend Tränen, lässt du alles raus. Was soll ich davon haben? Ich weiß es nicht mehr. Es waren große Stücke, es bleibt nur schön. Ja, der nächste Song ist auch ein Song, ähnlich wie der gerade zum Mitschunkeln, zum Polonaise, was euch einfällt. Von hinten an die Schultern greifen. Ja, muss man kein Geheimnis draus machen. Ne? Ist man schon manchmal schlecht drauf, aber das ist ja auch, ist ja nicht so schlimm. Gehört dazu. Der nächste Song ist der erste, den wir jemals von uns gegeben haben, so möchte ich es mal formulieren. Wir waren sehr aufgeregt, als wir den damals samt Video bei YouTube hochgeladen haben und wirklich Nägel kamen und davor saßen und gesagt haben, okay, guck das einer, guck das einer, guck das einer. Und ein paar waren es dann und deswegen fing die Gloria-Geschichte quasi außerhalb von unserem kleinen Raum von 10 Quadratmetern damit an und der Song ist wahr. Wenn es dir schon schlecht geht, du nur noch verlierst und keinen Ausweg mehr siehst, wenn du längst schon denkst, du schaffst das nicht allein, weil du gar nichts mehr fühlst, dann komm ich, gib dir die Luft, gib dir das Glück zum Atmen, lass dich im Stich, lass dich im Stich zurück.
der ist nicht auf dem Album. Der war ursprünglich mal geplant, irgendwie, weiß ich auch nicht wieso, ist er dann nicht draufgekommen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, den spielen wir dann nur live. Und das machen wir jetzt auch. Und der Song, ja, es geht ein bisschen darum, dass man eigentlich immer sich selber gerne, Studenten kennen das vielleicht, selber gerne den Tag einteilen möchte und man denkt, ah, dann ist super, wenn ich selber alles machen kann, was ich will und so, dann geht es mir richtig super. Dann schaffe ich alles, dann mache ich nur, worauf ich Lust habe und so. Man merkt, nach 3-4 Tagen verliert man die Kontrolle. Und dann denkst du da. So, und man weiß, man denkt, ah, wieso? Und dann geht man nachts um 4 ins Bett, guckt irgendwie 6 Stunden Breaking Bad, macht um 12 Uhr auf, schafft es dann so bis 14 Uhr zu essen, um 16 Uhr ist man geduscht und um 18 Uhr hat keiner Zeit. Das sind meistens so. Und dann geht man halt wieder erst um 3 Uhr ins Bett und man denkt, wieso, ich bin doch gar nicht aufgestanden. Und wenn das eine Woche so geht, dann sieht man auch immer so aus. Ich bin wirklich, habe ich gemacht eine Zeit lang und ist nicht gut. Mein Tag. Mein Tag, keine mehr. Mein Tag, keine mehr. Mein Tag, ich bin mal starker, ich muss heute etwas vorsichtiger sein. Ich stell so gut ich kann alles zurück und wieder her. Doch du bist mehr. Mein Tag und ich, wir kriegen das schon lange nicht mehr hin. Und es wird länger und länger. Es wird mehr und mehr, mein Lebensproblem. Wir haben uns eine Woche jetzt nicht mehr gesehen. We'll be right back.
zwei, drei Konzerten zum Lieblingsstück der meisten Bandmitglieder entwickelt, weil 4 von 6 zwei Minuten nichts zu tun haben. Ach so. Das ich habe vor Freude gespuckt. Das ist ja. Also so witzig. Ja. Das könnte zum Austreten reichen, aber es, soweit sind wir nicht. Ja, genau. Ihr habt übrigens eine zweite Ebene. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja, genau. Ich nehme mir jedes Mal beim Lied vor, da mal Hallo zu sagen. Und wenn, zwischen den Liedern vergesse ich wieder. Hallo! Hallo! Schön, dass ihr da seid. So, der nächste Song. Ja, ich weiß nicht, wer von euch hier eigentlich geplant hatte, zu zweit, zu dritt zu kommen oder so und dann doch alleine hier steht, weil irgendeiner eine Viertelstunde vorher sagt, oh nee, glaub ich, kein Bock. Morgen wieder. Ich habe was Besseres vor. Ich bleib zu Hause. Hab einen Sandwichmaker jetzt. Was mit dem? Kennt ihr diese Phase, wo man einen Sandwichmaker neu hat? Ja. Ich kenne auch die Phase, wo man einen Teller reinmacht. Ja. Und sich das Maul verbrennt. Das ist 2 Wochen das Geilste von der Erde. Und dann kannst du es nicht mehr sehen, dann schmeckt es wie Hundefutter danach. Man muss wirklich, und man muss halt vor allen Dingen, wenn man Pro ist irgendwann, muss man zusehen, dass man den Käse abmacht, bevor das Ding kalt wird. Ansonsten kriegt man es nicht mehr aus dieser Klemme hinten raus. So, egal, also es gibt Sachen, mit denen man seinen Abend verbringen kann und sagen kann, geh alleine aufs Konzert. Und das sind oft die Leute, die dann denken, in dem Moment das Bessere getan zu haben, weil sie einen idealeren Abend haben in ihren Augen. Aber das Ganze ist auf dem Bumerang, der irgendwann zurückkommt, wenn man nur noch sagt, ja, vielleicht mal gucken und so. Und irgendwann ruft keiner mehr an. Und genau weiß, vielleicht kommt er noch, weiß ich nicht. Und dann ist man zu vage. Bitte. Vielleicht lässt du mich im Stich und ich sitze dann allein. Du machst so vieles nur vielleicht. Rufst du nochmal an, weil du vielleicht nicht kannst. Vielleicht gibst du dir die Nacht und all die Jahre hat sich nichts an dich gewöhnt. Und all die Jahre hat sich nichts nach dir gesehen. Vielleicht bist du zu vage. Kein klarer Fall, zu vage. Oder bist du dir zu schade? So viele unbestimmte Tage. Und ein bisschen viel vielleicht. Vielleicht machst du dich noch schick. Vielleicht wühlst du im Dreck. Du machst so vieles nur vielleicht. Wenn du mal nicht mehr kannst, dann an und fragst, wo wir alle sind. Und all die Jahre hat sich nichts an dich gewöhnt. Und all die Jahre hat sich nichts nach dir gesehnt. Vielleicht bist du zu vage. Zu vage. Oder bist du dir zu schade? Nimm dir einen Tag Zeit oder einen Moment. Zeig uns, wie gut du uns kennst. Thank you.
aus dem Bus raus bis hier rein. Und entscheidet ihr mal. Also wenn ihr meint, der geht, dann machen wir da was draus. Ansonsten hören wir da heute Abend wieder mit auf. Keine Ahnung. Hast versprochen, dich heute auszuruhen. Du
sagst, du legst jetzt auf, mach dir keine Sorgen. Ich geh nur schlafen, bis morgen. Gute Nacht, bis morgen. Bis morgen, bis morgen. Gute Nacht, bis morgen. Bis morgen, gute Nacht, bis morgen. Bis morgen, gute Nacht, bis morgen. Nimmst du uns deine Angst? Du fragst mich immer, wie's mir geht. Du fragst mich immer, wie's um meine Sorgen steht. Genauso wie ein Song, den wir schon mal gespielt haben. Und es ist eine etwas andere Version davon. Und wie gesagt, falls ihr das Gefühl habt, Melodie kommt mir bekannt vor, falsch. Stimmt nicht. Durch den Gang.
deine Art, mich nicht zu sehen und einfach so vorbeizugehen. Ich komm dir näher, Schritt für Schritt. Doch bis jetzt halte ich mich zurück. Was ich alles für dich hab. Ich bin verrückt nach deinem Glück. Ich bin dein Freund, dein bester Freund. Was muss erst passieren, damit die ganze Welt bezeugt, wie sehr wir leuchten, wenn wir laufen auf unserem Kiez, auf unseren Straßen und bis hoch in alle Häuser rauf und runter in den Hafen durch die Nacht. Und wie sehr wir leuchten, wenn wir laufen auf unserem Kiez, auf unseren Straßen. Frage ist, wie viele das sind? Ja, 500, 600, 700. Hier stimmt ja was, ne? Hier fehlt was, hier. Du bist das. Entschuldigung. Nein, das obwohl, alles ist da, was ich brauche. Ne? Gut. Egal. Volle, da fehlt was, ne? Hörst du auch, ne? Ja, gut. Wir ignorieren das jetzt gemeinsam. Joko Winterscheid hat einen Tinnitus, das ist bestimmt so. Frag mich immer, wenn man so rumheult und so, aber das nervt ja echt, ne? Nun ja. Das klingt sehr komisch, aber ich will mal weitermachen. Soll ich das so reparieren wie zu Hause? Wir spielen das nächste Stück besonders leise, da könnt ihr gucken, ob ihr das noch hört. Wir wissen ja, ob es kaputt ist. Vielleicht ist das auch ein Hundepfeif und nur wir hören das. Nein. Das Gefühl, dich zu verlieren. Was ich sah, war wie ein Traum. Es war aus und du warst so weit weg von mir. Und ich hab dich doch gesehen, sekundenlang im Flur. Du schaust unbedeutungsvoll und still auf deine Uhr. Was kann das denn schon heißen, außer warte, bis ich komm. Jetzt hab ich jahrelang gewartet und ich weiß, die Zeit ist um. Und ich weiß, die Zeit ist um, aber kommst du nicht mehr raus. Und ich weiß, die Zeit ist um, kommst du nicht mehr raus. Und ich weiß, die Zeit ist um. Wir waren damals schon nicht wütend, haben Wochen drauf gewartet, es war nicht unsere Art. Was ich sah, war wie ein Traum, es war aus und du warst so weit weg von mir.
so bedeutungsvoll, still auf deine Uhr. Was kann das denn schon heißen, außer warte, bis ich komme. Jetzt hab ich jahrelang gewartet und ich weiß, die Zeit ist um. Und ich weiß, die Zeit ist um. Warum kommst du nicht mehr raus? Und ich weiß, die Zeit ist um. Warum kommst du nicht mehr raus? Und ich weiß, die Zeit ist um. Warum kommst du nicht mehr raus? Und ich weiß, die Zeit ist um. Dankeschön. Auf jeden Fall.